Da ja, wollen wir dann beginnen oder gibt es noch geplante Störungen? Nee, da wird nur gebusselt. Geht direkt, ne? Achso, busseln geht. Busseln ist leise. 10, 11, 12, passt. Einfach neue Leute sind da, sehe ich das richtig? Ja! Ja! Da vorne sind ja doch noch welche. Himmels Willen. Gleich wird wieder geschwatzt, ich sehe das kommen. Gut, dann eine kurze Zusammenfassung, was das hier überhaupt ist und was wir hier tun. Wir sind mittlerweile in der 7. Woche hier. Und ich habe Anfang Dezember gesagt, nächstes Jahr, da geht die Welt unter. Und bis dahin könnte man sich ja nochmal eine Geschichte zu Gemüte führen. Von dieser wunderschönen Stadt Bremen in Richtung Weltuntergang. Das ist ein Gefühl, was im Moment alle haben, habe ich das Gefühl. Eine große Angst, dass alles zu Ende geht. Und die ganze Geschichte funktioniert im Grunde genommen so. Wir haben vier Hauptdarsteller, nämlich Justus und Emma und Mike und Steffen. Und verfolgen ihren Weg durch das Bremer Viertel. Das Ganze funktioniert, indem ich mich montags meistens, manchmal auch dienstags, diese Woche erst dienstags, hinsetze und eine neue Geschichte aufschreibe, weil donnerstags lese ich und dann trinken wir gerne Bier und dann habe ich freitags keine Lust und dann ist Wochenende und dann ist Montag und dann ruft ein Freund an und sagt, lass uns ein Bier trinken gehen und dann, naja, ihr kennt das. Mhm. Es gibt diese vier Figuren, kurz zusammengefasst, Emma ist eine etwas gefühlvolle, sehr, sehr nette, liebe Frau, die mit die absolute Hauptdarstellerin ist von dieser gesamten Geschichte. Daneben gibt es Justus, ein bisschen ein Luftikus und Künstler, der auch hier im Viertel wohnt, an dem man sich selber vielleicht ein bisschen gut ablesen kann, wenn man selber eine komische Künstlerkreatur aus dem Viertel ist. Der dritte ist Mike, ein etwas seltsamer Computerfreund, eigentlich vom Herzen her gut, aber jemand, der immer die falschen Entscheidungen trifft und immer die falschen Sachen sagt und immer zu viel Computer spielt. Und die vierte ist Steffi, eine sehr seltsame Figur, auch ursprünglich aus Teneva, wie alle anderen auch, aber wie alle anderen auch sind sie aus Teneva ins Viertel gezogen und sind jetzt hier. Und unsere Geschichte befindet sich momentan am an Silvester tatsächlich. Und die vier sitzen alle zusammen vor dem Coffee Corner am Eck und unterhalten sich. Wir haben bis jetzt erst gehört, wie sie dorthin gekommen sind. Letzte Woche gab es ein bisschen einen Jahresrückblick vom letzten Jahr und es ging viel um den Tod, weil ich gefragt wurde, warum ich denn so sehr auf dieses Armageddon hinschreibe. Und da habe ich gesagt, ist mir eigentlich egal, ich habe nur das Gefühl, alle haben Angst und denken an den Tod. Und deswegen gab es letzte Woche die Kritik am Tod. Diese Woche gibt es die Kritik am Sex, weil wir ein neues Jahr haben. Auf euren Tischen. Macht Sinn. Auf euren Tischen liegen lustige Briefumschläge. Wenn ihr über wahnsinnig viel Geld verfügt, würde ich mich freuen, wenn ihr später ein wenig Gage hineinpackt und sie beim wunderschönen Stefan Zieber an der Theke abgibt. Gut, Tag 7. Mike und das Geschenk an die Frauenwelt. Erste Raketen verabschieden sich in den Nachthimmel und explodieren über den Dächern der engen Straßen. Meist sehen die Menschen die Raketen gar nicht, die sie abgeschossen haben. Sie verschwinden irgendwo hinter den Altbremer Fassaden. Die Beleuchtung und Beknallung der Stadt, des Viertels, das ist eine Kollektivaufgabe der Bürger, eine Aufgabe des Bremer Kollektivbewusstseins. Es gibt Tage, da herrscht dieses Bewusstsein. Meistens, wenn einer einen Ball mit ans Eck bringt, der bald herumgeschossen wird, zur Belustigung von allen und das so lange, bis die Polizei kommt. Die steht dann dort in vollkommener Kampfmontur mit Helm und Schützern und Pistolen und Pfefferspray und allem und passt auf, dass mit dem Ball nichts Schlimmes passiert. Manch einer würde das Fußball nennen. Und tatsächlich wollte der SV Werder Bremen mal richtig Werbung machen. Sie würden mal in der Nacht mit dem Mannschaftsbus vorbeikommen und zeigen, wie Fußball wirklich geht. Einer von den Kulturmachern hier im Viertel sollte sich einmal einen Grund überlegen, wie man denn Gelder vom Staat bekommen könnte, um zehntausende Plastikbälle zu kaufen und einen Hubschrauber zu mieten, um sie alle auf einmal in die Mitte der Sivalkreuzung abzuwerfen. Naldo nimmt den Ball an, passt zu Stefan vom Lehmanns, Stefan zu Thorsten vom Eisen, Thorsten geht an Marco Marin vorbei, durch die Beine von Tim Borowski vor Bayern, Clemens Fritz, Doppelpass mit Sebastian vom Urlaub, Thorsten zieht ab, Wiese greift wohl frisiert ins Leere. Da kommt Frank Neubart um die Ecke, haut Sebastian um, Uli Borowka wie auch sonst stürmt aus der Leitplanke, mieser Tritt.
bereit, legt sich den Ball zurecht, läuft an, verzögert und lässt Katzelmeister Propper ins Nichts springen. Die Stadt sagt Nein zum modernen Fußball. Aber das ist alles nur Fantasie, leider. Es sind heute im wahren Leben noch ein paar Stunden vor dem Jahreswechsel erst ein paar Böller und Raketen, die in den Himmel fliegen. Und vor dem Coffee Corner sitzen Emma und Justus und Steffi und Mike. Emma hat ihre Geschichte erzählt, sitzt noch auf dem kalten Boden und lässt die Gefühle noch ein wenig nachwirken. Justus ist aufgestanden und will gerade zum Kiosk gehen, um noch ein bisschen Bier zu kaufen und Wodka zu klauen. Steffi wackelt komisch herum, weil ihr kalt ist. Und Mike sitzt da und schaut sich um, schließt manchmal die Augen, hört das Knallen der Geschosse um ihn herum und wünscht sich, ein echter Veteran zu sein. So einer, der jetzt an Vietnam oder so etwas denken müsste, knapp vor dem Durchdrehen wäre und nun seine Geschichte erzählen könnte. Aber so ist er nicht, der Mike. Das kann er nicht. So wird er nie sein und er wird es nie wissen und alles, was Mike über den Krieg weiß, das kommt aus D-Max-Reportagen und Counter-Strike und COD und Medal of Honor und all diesen anderen Computerschießdingern. So ist alles, was Mike denken kann, wenn er da sitzt und auf das Eck schaut, wie es kracht und böllert. Kriegsgebiet geht anders. Das hier, das war kein Einsatz. Das war kein Krisengebiet, kein Kriegsgebiet. Das meinte er doch wohl zu kennen. Er war ja da gewesen. Er, Mike, war an der Front gewesen. Er war ja im Irak gewesen. Das war ja schon länger her gewesen. 3 Monate jetzt. Das mit der Ausmusterung damals. Damals, das war so gewesen. Das war an dem Tag nach seiner Ausmusterung. Sie hatten ihn ausgemustert. Ausgemustert. Er, ihn, ein Wahnsinn. Unvorstellbar ausgemustert. Krieg, das hatte immer allem einen Sinn gegeben. Und jetzt ausgemustert? Ungläubiger hätte er sich nicht fühlen können. Noch zu Hause vor der Musterung hatte er sich alles angezogen und mitgenommen, was man braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Das waren Uniform und Schutzweste, Schützer, Helm, Pistole, Granatwerfer, Flammenwerfer, Schutzstiefel, Abzeichen, Schulterklappen, Knieschoner und Schienbeinschoner, Unterleibsschoner, doppelte Socken, Carbonhandschuhe, Armbanduhr, GPS-System, Headset, Unterarmcomputer, MP3-Player, Handy, Abwehrspray, Messer, Nasenpflaster, Knöcheldolch, Knieholster, versteckte Pistole, Flammenwerfer, Pistole und Brille. Als er so zur Musterung erschienen war, hat es keine 3 Minuten gedauert, bis die Frau, das muss man sich mal vorstellen, Frau bei der Bundeswehr, unvorstellbar und geil, hatte Mike gedacht. Bis die Frau von der Bundeswehr gesagt hatte, hören Sie mal, Sie spinnen wohl, was glauben Sie denn eigentlich, wer Sie sind? Die Waffen bleiben hier, Sie sind ja wohl wahnsinnig. Wir glauben und hoffen zwar, dass Sie zuerst sich selbst statt andere umbringen, aber sicher kann man da ja nicht sein. Und jetzt hauen Sie ab und hören Sie auf, nach Weinbrand zu stinken. Sie fliegen mit uns bestimmt nicht in den Krieg und jetzt raus, 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 Idiot. Sie Idiot, hatte sie gesagt. Und das war ein Wort, welches bei Mike einiges lostrat. Wenn einer das Wort sagte, das war für ihn nicht hinnehmbar, nicht im Geringsten. Viele Menschen werden böse, wenn ihnen einer sagt, das kannst du nicht. Dann werden sie böse und machen es dann doch. Viele reden dann so etwas von dem guten Gefühl, unterschätzt zu werden. Das Gefühl, unterschätzt zu werden, das kannte Mike nicht. Aber wenn einer Idiot sagte, dann, ich fliege trotzdem. Dachte sich Mike, ich fliege dahin. Ich habe dort eine Aufgabe und die will eingehalten werden. Pflicht ist Pflicht. Vaterlandspflicht ist Vaterlandspflicht. Da helfen keine Pillen und wenn das Vaterland das nicht will, nun ja, manchmal muss ich Menschen oder eben Ländern gegen ihren Willen helfen. Da sind ich und der Staat uns ja einig. Und ich fliege jetzt los. Als Mike auf dem Flughafen von Bagdad ankam, standen da schon 3 Leute. Und die hatten echte Uniformen an. Nicht so einen selbst zusammengelangten Klump wie Mike, der in den Krieg wollte. Nicht so einen so zusammengelangten Klump, wie Mike sich da übergeworfen hatte mit Fantasieabzeichen und Goldknöpfen auf den Überraschungseiern. Da freute Mike sich natürlich, echte Uniformen zu sehen. Aber das Problem war, dass die 3 in den Uniformen gerade nach Hause zu fliegen schienen. Unglaublich. Feiglinge. Nestbeschmutzer, Verbrecher, Kameraden, schrie Mike sie an.
Die Kameraden schauten nur ungläubig den pickligen, bleichen und doofen Typen in seiner lahmen Uniform an. Kameraden! Schrie Mike sie noch einmal an. Kameraden! Sie verlassen scheinbar unberechtigt Feindgebiet. Als Deserteure werde ich sie melden und dann werden sie erschossen. Ich würde das selber tun, aber ich tue es nicht wegen der Genfer Konvention. Junge, sagte einer der Soldaten. Junge, der Krieg ist vorbei. Da ist überhaupt niemand mehr. Was willst du denn hier? Und überhaupt die Uniform. Sag mal, ist die selbst genäht? Ja, das ist sie, danke sehr, entgegnete ihm Mike, dem jetzt auffiel, dass von Uniform eine durchaus sexuelle Anziehungskraft auf ihn ausging. Nun ja, dachte sich Mike. Weggetreten, schmetterte er den Soldaten entgegen und ging auf die große gläserne Ausgangstür des öffentlichen Flughafens von Bagdad zu. Als sich diese automatische Schiebetür öffnete, erwischte eine Brise heißer Wüstenluft ihn und Mike sackte zusammen wie ein norddeutscher Schneemann, den der Blitz trifft. Ein Glück für Mike, so doof auszusehen, dass niemand etwas Böses von ihm erwarten würde, denn so saß er 8 Stunden später wieder am Bremer Flughafen in der Besucherlounge. Die Soldaten, welche ihn mitleidig mit nach Hause genommen hatten, schauten ihn noch einmal traurig an und gingen mit ihren schönen Freundinnen und Freunden nach Hause. Kurze Zeit später ist er dann aufgestanden, der Mike, und ist durch den Ausgang von Bremen ins öffentlichen Flughafen gegangen. Und toll, wie Bremen halt so ist, da wird keiner von warmer Luft ohnmächtig. Da wird nur jeder von nasser, kalter Luft, naja, nass und kalt. Und so ist Mike auf sein Fahrrad gestiegen und losgefahren. Und wer schon mal mit dem Fahrrad vom Flughafen nach Teneva gefahren ist, der weiß, das ist wirklich weit und das schafft nicht jeder. Und da Mike nicht jeder ist, hat er es natürlich nicht geschafft. Ist in der Neustadt hängen geblieben, aber weil es da zu langweilig und natürlich für Mike auch viel zu studentisch war, ist er rüber ins Viertel, hat sich eine Souterrain-Wohnung ganz unten irgendwo im Keller genommen und sein restliches Geld für Böller und Nähzeug und Pappmaché ausgegeben, um sich eine neue Uniform zu basteln. Denn wenn man nicht selbst zum Krieg kann, dann muss man den Krieg zu sich holen. Und wenn gerade kein richtiger Krieg zu greifen ist, dann muss man halt so tun, als ob einer da wäre. Das machen die Rapper doch auch immer so. So saß Mike lange in seiner Kellerwohnung und besorgte sich nach und nach Knallkörper aller Art, Böller und Raketen, Fontänen und Silberringen, Heuler und Schwärmer. Es waren noch einige Wochen bis zum neuen Jahr. Aber er verbrachte diese Zeit, indem er sich konspirativ mit Jugendlichen aus Vororten traf, die illegal mit Feuerwerkskörpern handelten. Rein menschlich waren diese Ghetto Kids natürlich eine wahnsinnig passender Umgang für ihn. Man könnte sagen, hätte Mike nicht durch seine Dummheit so ein großes Herz, etwas anderes als Kleinkrimineller zu sein, wäre für ihn überhaupt nicht möglich gewesen. Das, was er vorhatte, würde das Feuerwerk werden. Er kannte noch einige, die draußen in den Vorstädten böllertechnisch richtig loslegen wollten. Drei Finger Mariusch oder Stummelarm Peter etwa. Das waren die letzten Jahre Feuerwerke gewesen. Aber im Zentrum richtig was zu starten, mit Raketen und allem, was es brauchte, das würden sie sich nicht trauen. Dazu war nur Mike in der Lage. Das würde das Feuerwerk werden. Die Zusammenstellung eines Silvesterfeuerwerks, sie ist nicht leicht. Vieles muss bedacht werden für einen Waffennarren. Für einen Waffennarren ist die Zusammenstellung eines Feuerwerks eine besondere Herausforderung. Verlangt das Silvesterfest doch von einem etwas zu tun, das so aussieht wie Krieg? Und ein Waffennarr, er findet Krieg schön. Er findet Krieg ästhetisch, erfüllend und vor allem durch seine innere Logik findet der Waffennarr den Krieg erhaben schön. Wegen dem Fehlen der modernen Verwirrung, wegen der Klarheit von Mord und der Ursprünglichkeit von Überlebenskampf. Soldat sein ist heute noch mehr als früher ein Traum für die durch den Zeitgeist gestörten Menschen, die sich nicht trauen, sich selbst einen Mordbefehl zu geben.
Da hat jeder so ein Erweckungserlebnis. Bei Mike waren das die ersten Bilder von Krieg im Irak in den 90er Jahren. Diese grünen Nachtaufnahmen. Die Aufnahmen von Flugabwehrgeschützen und Leuchtspurmunition. Dieses neongrüne Geflacker. Die Aufnahmen aus dem Hubschrauber vom Beschuss der Stadt. Das war fetzig. Das hat sich bei Mike eingebrannt. Das war ein geiler Look. Geiler sah es erst wieder am 11. September aus. Es gibt diesen Satz. Krieg ist scheiße. Aber der Sound ist geil. Mike würde da wohl eher sagen, was soll ein Krieg denn scheiße sein? Sieht gut aus, klingt ganz hervorragend, Leute verdienen eine Menge Geld damit und es sterben immer die Schwächsten zuerst. Und wie kann jemand, der an Darwin glaubt, irgendwas dagegen haben, dass die Schwächsten zuerst sterben? Genau mit diesen schönen und grünen Bildern als Vorbild hat Mike sich auf die Silvesternacht vorbereitet. Genau so, das ist der Look, den sein Feuerwerk haben soll. Er hat sich diese Uniform gebastelt, die es ihm erlaubt, sich vor den Häusern im Viertel zu tarnen. Um mit seinem Knallzeug von dem Kellerverschlag, in dem er haust, bis zum Eck zu kommen, um dort seinen optischen Angriffskrieg zu beginnen. Als er am Körnerwall vorbeischleicht, sieht er Emma, die er noch von früher aus die Neber kennt. Sie läuft da mit einem Notizbuch unter dem Arm entlang. Er tarnt sich weiter vor den Häusern entlang, schleicht sich an Emma vorbei, wie sie an der Ampel vor Taco steht. Und auf der anderen Seite, da sieht er diesen Justus sitzen, den er noch von früher kennt. Und daneben, da steht sie. Wackelt ein bisschen hin und her und sieht so aus, als ob ihr kalt wäre. Da steht Steffi und schlank war diese Frau. Einmal hat Mike sie geküsst, früher mal, mehr durch eine Verwechslung, aber diese Frau, sie hat ihn nie wieder losgelassen, obwohl das alles Jahre und Jahre her ist. Näher ist denn nie einer Frau gekommen. Und dass Mike allein ist, das muss ja wohl keinem gesagt werden. Es gibt ja diese Voraussetzungen, die einer braucht, um keinerlei Kontakt zum bevorzugten Geschlechtspartner zu haben, um keinerlei Kontakt zum anderen Geschlecht haben, überhaupt haben zu können. Ein Computer. Oder schlechte Gesichtshaut. Oder dick sein, eine doofe Lache oder immer schlechte Laune. Schlechter Geschmack von sich selbst und den Eltern. Freunde, die viel, viel toller sind als man selbst, die dem Gegenüber gar keine Chance lassen, einen selbst zu mögen. Oder einen schlechten sexuellen Geschmack. Oder eine Vorliebe für abwegige sexuelle Praktiken, obwohl man den normalen Geschlechtsverkehr noch nicht mal drauf hat. Oder aber auch einfach schlechten Geschmack, was Menschen angeht. Und ja, es gibt ihn, den schlechten Geschmack, den Menschen angeht. Richtig ist ja, es gibt wirklich nicht viele schlechte Menschen, aber es gibt unglaublich viele Menschen, die schlechte Menschen mögen. Ja, ja, das ist ein großes Problem. Das geht ganz vielen so. Vor allem denen, die mal mit Pornografie angefangen haben. Die haben die Bilder schon im Kopf und die mögen dann diese total bescheuerten Figuren aus diesen Filmen und glauben, Tatsache, die wären echt. Das ist ganz toll. Je billiger ein Porno produziert ist und je billiger er somit aussieht, umso mehr glauben die Leute den ganzen Schrott und suchen im wahren Leben tatsächlich einen Menschen, der so ist, wie sie ihn aus Pornofilmen kennen. Da sagt ein lieber Mensch, der seine warme Seele jeden Tag bewahrt hat, komm, lass uns so lieben, wie sie es in den Filmen tun. Und da denkt sich der eine, aha, wie in den Filmen. Kaminfeuer, ein Fläschchen Wein, das Erkunden des weichen, warmen Körpers einer geliebten Person, das Gefühl von Schönheit im Menschsein, die Verschmelzung des Universums in einem Akt endloser Liebe zur ganzen Menschheit an sich, der gemeinsame Rhythmus des Lebens bis zur Sternenexplosion, auf zur Supernova der Herzen, meine Bella, mein Edward, Weichzeichner und dann Kameraschwenk zu den sich in der lauen Sommerbrise blähenden Seidenvorhängen. Und der andere denkt sich, ah, wie in den Film Liebe machen, Mund dann normal, dann von hinten und dann in die Augen. Ganz schwierig ist es, ein pornografiertes Gehirn wieder in einen normalen menschlichen Zustand zu bringen. Eigentlich ist liebende Sexualität dann doch nur noch durch Gesprächstherapie zu erlangen oder dadurch nur noch dann Sex zu haben, wenn man viel zu müde ist für den ganzen eingebläuten Sexistenquatsch. Das sind alles große Probleme, die groß auf Mike zu treffen. Echte Probleme.
Früher, da haben die Menschen ja meist ein Leben lang nur die Menschen aus ihrem Dorf gesehen. Da war das mit der Auswahl noch nicht so. Da hat nicht jeden Tag irgendein Perfekto von irgendeinem Hochhaus riesengroß heruntergegrinst, sekundäre Geschlechtsmerkmale präsentiert, um überzeugend Autos und Parfüm zu verkaufen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass Menschen überhaupt schöne Menschen sehen können. Das ist ja nur so, weil alle immer Fernsehen und Internet gucken und in der Lage sind, sich zu entscheiden, für welchen Quatsch sie denn ihr Geld hinblättern wollen. Das war ja früher ganz normal, sein Leben lang das Dorf nicht zu verlassen. Und wer dann mal auf einer Reise einen wirklich schönen Menschen gesehen hat, der hat das nie wieder vergessen. Wie toll so etwas Schönes anzusehen war, wie anregend, das Glück zu haben, wirklich mal jemand wirklich Schönes zu sehen. Schön ist, sich heute vor ein Parfümgeschäft zu stellen und in das Schaufenster zu schauen, wo diese überlebensgroßen, wunderschönen Menschen abgebildet sind. Man kann sie sich anschauen und halbtransparent in der Spiegelung der Scheibe die Fotos der Werbemenschen und der Bürger, die davor entlang gehen, vergleichen. Da wird es trotz Großstadt kaum ästhetische Überschneidungen geben. Tatsächlich, und das wird ja auch bemängelt, sagt heute ein Funk und Fernsehen, wie es am besten ist, auszusehen. So oder so auszusehen, um Erfolg oder Geld oder Macht zu haben. Das ist differenziert. Der wird sich je nach dem verfolgten Ziel gekleidet. Und auch wenn Geld, Erfolg und Macht irgendwie zusammenhängen, es ist doch eine Absprache unter den Menschen, Fähigkeiten und Intelligenz, Erfahrungen und gutes Können, statt kurzer Röcke und dicken Armen zu benutzen. Sonst wäre dieses Land regiert von Minirock und Bodybuildern und noch ist das hier nicht Kalifornien. Da aber diese Ziele, Erfolg und Geld und Macht, dem großen Ziel Fortpflanzung und Sex unterstehen, ist das Aussehen von Pornodarstellern undifferenziert und eindeutig und hat einen klaren Look, um ohne Vorspiel nur getrimmt zur schnellstmöglichen Fortpflanzung und um möglichst schnell möglichst viele Sinne zu stimulieren. Was für eine mächtige Technik, das Aussehen und das Auftreten eines Pornostars. Das ist schon eine harte Nummer. Innerhalb von 150 Jahren Menschheitsgeschichte wandelt sich die Menschheit von der Erfahrung, nie einen überschönen Menschen gesehen zu haben, zu dem Gefühl, immer und jederzeit von jedem Ort zu jeder Zeit seines Lebens Fortpflanzung mit den überragendsten Sexmenschen, mit den besten Sexmerkmalen der Welt aller Zeit und immer haben zu können. Das Leben wird nicht leichter für den kleinen Menschen. Tatsächlich, das ist der Moment. Da steht Mike und weiß nicht so genau, was er denn jetzt tun soll. Er ist immer noch getarnt, obwohl ihn gerade ein Bierverkäufer angeschrien hat. Direkt von Taco heraus, 1,50 das Bier. Da steht Steffi kurz vorm Coffee Corner und sie scheint herübergeschaut zu haben. Ob sie ihn gesehen hat, das weiß der Mike nicht genau. Aber was soll er denn jetzt tun? Okay, ich muss darüber, denkt er sich. Was soll mir passieren? Ich habe die besten Böller von Bremen. Nichts kann schief gehen. Steffi, sie muss mich mögen, wenn sie Männer mag. In diesem Moment geht Emma an ihm vorbei und er schleicht mit ihr über die Straße, bis sie bei den anderen, beiden anderen zum Stehen kommen. Hey, sagt er leise zu Steffi. Hey, sagt sie zu ihm. Hey, sagt Justus. Hallo, sagt Emma. Mike schaut Steffi an und das ist jetzt wirklich nicht leicht für ihn. Am Anfang ist er immer noch ein Funken von Mut, wenn er mit Mädchen sprechen will, aber nein, wenn er es schafft, sich auch nur kurz den Funken einer Vorstellung zu machen, was schiefgehen könnte, dann war es das, dann würde er nichts mehr sagen. Dass da nichts gehen würde, das war Mike ganz schnell klar. Tatsächlich ging es darum, dass Männer ihn mochten. Denn klar war ja, Frauen stehen auf Männer, auf die Männer stehen. Frauen mögen Männer, zu denen Männer hinaufsehen. Vielleicht ist das der Grund für die Liebe zu homosexuellen Männern, denn heimlich, da ist dann jedermann neidisch auf den Mut schwuler Männer, sich verletzlich zu machen. Denn was ist stärker als jemand, der in seiner Art nicht immer so doof stark sein muss? Und als weicher heterosexueller Mann, da sind die 80er und 90er leider vorbei. Im normalen Mannsein geht es wieder um Härte. Das hat, wer auch immer, wieder richtig hart versaut. Da waren wir mal auf einem guten Weg damals, aber das ist vorbei. Härte und Unangreifbarkeit, Gefühlskälte und Stärke, das ist es wieder heute, das muss es sein. Mike hat diese Bücher gelesen von den professionellen Aufreißern. Die immer alle Frauen mit nach Hause nehmen.
Eigentlich ein geniales Ding. Bücher, die das Zwischenmenschliche als wissenschaftliche Disziplin beschreiben. Als eine Art von Spiel, wie Spiele auf dem Computer heute sind. Also spielen nicht, weil das Spielen Spaß macht, sondern weil besser sein und gewinnen Spaß macht. Das Ansprechen von Frauen in Bars und Alltagssituationen, aufgeschlüsselt in die Sprache von Echtzeitstrategiespielen. Klare Regeln, etwas zum Festhalten. Es geht nicht darum, sich selbst besser zu machen, als man ist. Es geht darum, die angesprochene Frau auf sein Niveau herabzuziehen. Es geht nicht darum, sich selbst gut zu finden. Es geht darum, das Gegenüber dazu zu bringen, sich selbst richtig scheiße zu finden. Und so ist der einzige Tipp, den diese Menschen, die anderen sagen, wie sie die falsche Liebe finden können, beleidigen. Du musst sie, wenn du sie haben willst, beleidigen. Je härter und je verletzender du bist, umso besser. Den Schwachpunkt suchen, um dann hineinzustechen und dann zu sagen, hey, habe ich gar nicht so gemeint. Das ist ein bisschen so wie bei einem Straßenkampf, das Hemd zu heben und seine Pistole zu zeigen. Mike schaut Steffi an und plötzlich macht sein Mund Folgendes. Na, was ist mit dir los? Hast Angst bekommen, dass du so eine ganz normale Schlampe in den Teneba wirst, ne? Hast du Angst, dass jeder weiß, wie viel du schon im Bett hattest, ne? Du bist echt peinlich. Außerdem bist du mega klein und voll eklig. Du stinkst und keiner kann dich leiden. Mit weit aufgerissenen Augen schaut Steffi Mike an. Man sieht förmlich den Dampf in Steffis dann wirklich sehr kleinen Kopf aufsteigen. Sag mal, du blödes Arschloch. Was glaubst du denn eigentlich, wer du bist? Der Idiot aus Teneba, der Schwachkopf von Bremen-Ost. Was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Guck dich mal an, du Vollidiot. Was willst du denn von mir? Du hast sie doch nicht mehr alle. Was für ein Müll du dir da angezogen hast. Was soll das sein? Eine Uniform. Du glaubst, Teneba würde nicht den ganzen Tag über dich lachen? Hey, komm doch mal wieder vorbei. Ganz Bremen lacht über dich. Alle. Und ich am allermeisten. Noch nie gefickt und so eine große Fresse. Du glaubst, du kannst mir was? Du glaubst, ich wäre das kleine Blondchen, mit dem du machen kannst, was du willst? Guck dich mal an. Das glaubst du doch selbst nicht. Dass irgendjemand dich auch nur mit dem Arsch angucken würde. Von allen Idioten dieser Stadt bist du wirklich der König. Und weißt du was? Am Tag, an dem die Welt untergeht, würde ich dich nicht küssen, Mike. Nicht mal an dem Tag, an dem die Welt untergeht. Eine Antwort nächsten Donnerstag.